Sieh dir diese Tauben, diese weißen Tauben, die da so runterkommen vom Himmel. Wisst ihr, warum das heute Tauben in der Kirche runterschweben vom Himmel? Weil Tauben sind ein Zeichen für den Heiligen Geist. Es gibt noch mehr Zeichen für den Heiligen Geist. Zum Beispiel das Feuer. Feuer ist Energie. Feuer treibt an. Man sagt ja auch, der hat Feuer in sich. Oder der Sturm. Der Sturm, der kann morsches wegreißen. Der Sturm, der kann uns aus der Bequemlichkeit herausreißen, aus dem Kanapé wegreißen. Heute feiern wir Pfingsten. Da geht es um den Heiligen Geist, der uns antreiben will, der uns Kraft geben will, der uns Mut geben will. Ich wünsche mir selber und uns allen diesen Mut, diesen Schwung im Glauben, überhaupt im Leben, diese Tapferkeit, dass wir den Schwierigkeiten des Lebens mutig ins Gesicht schauen und dass wir auch im Glauben Schwung kommen und nicht gleichgültig oder bequem werden. Herr unser Gott, wir danken dir für dieses Pfingstfest heute und bitten dich, mache uns offen für deinen Heiligen Geist, dass er uns antreibt, Kraft und Mut gibt auf unserem Lebensweg. So segne uns alle der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Euch allen einen schönen, guten Pfingsttag.